Telefunken 2D51 Autoradio mit einem ziemlich merkwürdigen Problem. Und das wurde mir zugeschickt von einem Bekannten, mit dem ich zusammenarbeite. Der restauriert auch Autoradios. Den mache ich auch die UKW-Umbauten als. Mit einem recht merkwürdigen Problem. Also der UKW-Baustein, der ist hier hinten drin, wie ihr seht, funktioniert auch soweit. Aber was ganz komisch ist, dass der Empfänger, also nach etwa, sagen wir mal so 4 Minuten, anfängt sehr verzerrte Audio rauszulassen. Und ich hatte anfangs dann mal ganz schnell mir den Schaltplan zu Rate gezogen. Das ist dann hier das von diesem Telefunken. Man sieht, er hat eine Gegentakt-Endstufe. Also das Audio von dem UKW-Modul, das wird da beim Lautstärkeregler eingespeist. Das ist dann der hier. Und also da das da verzerrt wird nach einer kurzen Weile, ist natürlich klar, dass der Fehler hier irgendwo in dieser Gegentakt-Endstufe mit den zwei ECL 113 Röhren irgendwo liegen muss. Das war natürlich der erste Gedanke, ha, da ist eine taub. Ja, und ich meine, so super duper gut sahen die jetzt auch nicht aus. Also man sieht hier, also ja, relativ verbraucht schauen sie schon aus. Also da dachte ich, gut, machst du mal zwei andere rein von einem Empfänger, der also genau, also der richtig funktioniert und einen guten Klang hat. Habe ich gemacht. Zwei andere Röhren, gleiches Problem. Und dann bin ich dann hingegangen, habe dann mit dem Multimeter dann mal die Spannungen gemessen, laut Schaltplan. So Anodenspannung, Schirmgitter, die Vorspannung von, also die Gittervorspannung vom Steuergitter, die negative, war negativ, war auch ungefähr der richtige Wert. Ja, und dann habe ich das erste Mal beiseite gelegt. So, bin dann hingegangen und habe dann mal die Widerstände noch einmal nachgeprüft und die Kondensatoren. Und normalerweise der Bekannte von mir, wenn der sowas macht, also diese Überholungen, die technischen, er macht seine Arbeit super, super sauber und gewissenhaft und eigentlich, es gibt da keine Fehler. Also hab da noch nie irgendwie was gehabt, dass er da ein Bauteil verkehrt rum eingelötet hat oder so. Nee, also arbeitet super, super gewissenhaft. Hab nur mal geschaut und bei der Endstufe die Verdrahtung alles richtig, die Widerstände alle okay, Kondensatoren richtig drinne, richtige Werte, alles richtig. Röhren konnte man jetzt ja ausschließen, kamen zwei Reihen von dem Empfänger, wo gut getönt hat. Dann habe ich dann noch einmal den Ausgangsübertrager gemessen. Schien auch okay zu sein. Aber wie gesagt, dieses Problem. Jetzt mache ich den mal gerade an. Lassen wir den mal aufwärmen. Und der läuft jetzt also auf UKW. Also daher die EAF42 Röhre, wo dort ist, die ist gar nicht drin. Die habe ich gezogen. Aber die braucht man ja nicht für den UKW-Empfang, weil das ist ja ein AMD-Modulator. Als nur mehr über Musik. Und manchmal muss So. man vielleicht auch ein bisschen bremsen. Das sagt also Stefan Büsser. Bei ihm ist der Baschi jetzt gerade im Fokus zu Gast. Aber Baschi hat ja tatsächlich die Also, das ist Entwicklung mit dem Schweizerdeutsch übrigens. Und der Ton Kompromitter. ist jetzt eigentlich gut. Das ist völlig in Ordnung. Und dann nach ein paar Minuten, da wird es immer verzerrter. Und also ohne Grund. Also ohne scheinbaren Grund, sagen wir es mal so. Weil ich habe dann nämlich was gefunden gehabt, aber das war erst bei der zweiten Messung. Also man hört es jetzt dann auch, es fängt langsam an, verzerrt zu werden. Wo man so vom Rockstar nicht kennt. Und
und zwar jetzt gerade nach dem 8. hier im Fokus auf SRF 3. Da warst du jetzt gleich bei Stefan Bisser. Hört ihr das? Wird verzerrt. So. Und da habe ich mir jetzt noch einmal das Original Telefunken-Datenblatt zu der Röhre rangenommen. Und wir sehen hier UG1, also das Steuergitter, minus 6,3 Volt. Es läuft hier über einen 1 Mega Ohm Widerstand, dann 1 Kilo Ohm Abblock Widerstand an das Gitter ran. So. Und dieser Schaltplan in dem Datenblatt entspricht auch ziemlich genau dem hier von dem Empfänger. Man hat hier das Bremsgitter weggelassen, aus irgendeinem Grund, aus dem Schaltplan. Aber sonst mit diesem Widerstandsnetzwerk, das haut eigentlich soweit ganz ähnlich hin. Und ich hatte auch gemessen gehabt, 5,5 Volt. Die Gittervorspannung, die wird ja hier erzeugt. Seht ihr, es geht hier lang, da hoch, dann übers Widerstandsnetzwerk und dann eben an das Steuergitter. Auf der Sekundärseite von dem Trafo, also haben wir hier die Primärseite, der Zahacker, das ist klar, Sekundärseite, hier wird die Anodenspannung erzeugt. Das sind dann 270 Volt. Und dann gibt es noch eine separate kleine Wicklung, die über eine Einweg-Gleichrichterdiode dann die negative Gittervorspannung von minus, hier sieht man es auch, minus 6 Volt erzeugt. Also, ja. Und 5,5 habe ich gemessen. Aber dann dachte ich, komm, misst es jetzt noch einmal, weil ich hatte das gleich nach dem Einschalten geprüft und dann hat es so ungefähr gestimmt. Dann habe ich dann weiter gemessen, andere Dinge. Und erst dann wurde es dann immer verzerrter. Ich habe jetzt mal das Voltmeter an den Punkt von der Einspeisung in den Empfänger reingemacht, also da, wo die minus 6 Volt reinkommen. Und jetzt messen wir das Ganze noch mal. Es war nämlich, wie ich gemerkt habe, war das nicht richtig, was ich gemessen habe, oder vielleicht zu flüchtig. Also der wärmt jetzt auf. Und die negative Gittervorspannung steigt. Die wird ja vom Zahacker erzeugt. Wie braucht hat über das reden wir? Du hast schon selber gesagt, wir gehen vielleicht auch noch zurück in deine Geschichte. Ich würde sie gerne chronologisch aufarbeiten. Du hast gesagt, mit 17, wo es losgegangen ist, damals bist du bei Music Store. Und der Ton ist okay so. Du bist 37, bist immer aber steigt immer weiter, die negative Gittervorspannung. Deine Mami, Monika, hat mal in einem Interview mit der Glückspost im 13. gesagt, Baschi ist ein liebenswerter Chaot, ehrlich, sensibel, auf der ständigen Suche nach Aufmerksamkeit. Als Knirps stand er jeweils mit der Gitarre auf der Matte, sobald Gäste da waren und fragten. Und es steigt und steigt und steigt. Und jetzt hört man auch, dass es jetzt verzerrt wird. Ich mach mal ein bisschen lauter. Ja. Soll ich jetzt das kommentieren? Deine Eltern haben es nicht leicht gehabt, oder? Schön gesagt. Nein, ich bin, glaube ich, ein sehr durchschnittlicher Bursche. So, also, jetzt wird es dann verzerrt langsam. Wir haben jetzt minus 8,5 Volt. 8,6. Das wird steigen bis 9. Und ich hatte gemessen gehabt, nur einmal ganz kurz, da war es bei etwa 5,5 und gedacht, ja, es ist okay und habe dann weiter gemessen. Wie gesagt, der Sache nicht weiter irgendwelche Gedanken verschwendet, aber jetzt beim zweiten Mal messen entpuppt sich, dass die Spannung, wie gesagt, also immer weiter wegläuft, nach oben. Ich habe wahrscheinlich schon dort gemerkt, schulisch oder so, oder auch... Also eindeutig verzerrt, okay. Dann würde natürlich der Gedanke aufkommen, Herr, der Zahacker, der bringt zu viel, also hat vielleicht zu viel Eingangsspannung oder sowas. Aber nee, im Gegenteil. Ich habe jetzt mal angeschlossen bei der Anodenspannung und die ist eigentlich eher weniger. Also kann es nicht sein, dass da mehr als also 6 Volt reinkommen, auch wenn ich habe jetzt auch 6,3 Volt habe ich genau rein in das Radio. Also es ist nicht, dass da zu viel reinkommt, das muss irgendein anderer Grund haben. Und ich habe einen Verdacht.
Ich glaube nämlich, dass das Problem hier im Zahacker liegt. Und jetzt habe ich mal den Zahacker bzw. das Stromversorgungsteil, oder wie man das mal nennen mag, mal aufgemacht. Also ist alles ordentlich und gut. So. Aber dann habe ich den Fehler auch gleich gesehen. Seht ihr die Diode? Die Diode, das ist diese hier, Einweggleichrichterdiode. Das ist eine 1N4007 und sowas, das hat es 1951 nicht gegeben. Also hat der gewissenhafte Kollege die auch ausgetauscht, und da war früher 1.000.000%ig sicher eine Selendiode drin. Die hat einen gewissen Spannungsabfall. Und zwar der Übergang, also Durchlasswiderstand oder Durchlassspannungsabfall von einer Siliziumdiode ist 0,7 Volt. Aber bei einer Selendiode wird es etwa 3 Volt sein. Bei so einer kleinen. Und das ist der Fehler. So, jetzt bin ich hingegangen und habe mal das eine Beinchen von der Diode gelupft, abgelötet, und habe mit einem mit einer Stromversorgung, mit einer regelbaren, die negative Vorspannung auf das auf die zwei Röhrengitter drauf gemacht. Und jetzt bloß noch mal das zu zeigen. Also ich bin jetzt bei -6,3 Volt. Einfach danke, denn ich liebe dich, du verdammt schöne. So, und jetzt gehe ich hoch. Also ich regel. Muss die Lautstärke aufdrehen. Also wird dann total verzerrt. Und sobald ich wieder mit der Spannung runtergehe auf den korrekten Wert. Dann ist er wieder okay und unverzerrt. Und das ist jetzt, weil, und um das jetzt zu verdeutlichen, habe ich jetzt mal hier eine Kennlinie von einer Röhre. Gilt übrigens auch für Transistoren genauso. Wir haben hier diese Achse als die Gittervorspannung. Und die Achse ist unser Anodenstrom in der Röhre. Und die Kennlinie von der Röhre, sagen wir mal, bei einer relativ hohen negativen Gittervorspannung ist da flach und macht eine Kurve. Da ist eine Krümmung in der Linie. Und wir müssen schauen, dass, um eine verzerrungsfreie Wiedergabe zu erhalten, die Kennlinie, also dieses Teil der Kennlinie, das gerade Teil, genutzt wird. Also wo der, also Anoden, der Strom proportional ist zur negativen Gittervorspannung. Das wäre jetzt hier zum Beispiel für eine Pentode in Eintakt-A-Betrieb. Das ist so ziemlich in der Mitte von der Geraden, von der Kennlinie angesiedelt. Also eine kleine Wechselspannung am Steuergitter ruft einen großen, also einen größeren Anodenstrom, also Schwankungen im Anodenstrom hervor. So. Und in unserem Fall war das, also das war jetzt so, dass wir, sagen wir mal, an diesem Teil der Kennlinie angelangt waren, so bei 7, 8 Volt, da wird die krumm. Und daher die Verzerrungen, die man gehört hat. Das ist übrigens, das ist nicht Senior Section, sondern Linear Section.
das lineare Teil von der Kennlinie ist gemeint. Und das wäre jetzt zum Beispiel bei einem Eintaktverstärker. Wenn wir jetzt einen Gegentaktverstärker haben, da tut ja die eine Pentode die positive Halbwelle nehmen, verstärken und die zweite Pentode die negative. Also siedelt man natürlich dann den Punkt, wo die Gittervorspannung angesiedelt wird, weiter unten an, sodass dann ein höherer Hub entsteht. Also da kann man eine höhere Amplitude verstärken bei Gegentakt. Und bei Eintakt wird es mittig im linearen Teil von der Kennlinie angesetzt. Also hier ist da, wo wir das vorhin gehört haben, da macht die Röhre zu. Weil dann die Gittervorspannung, die negative, so hoch ist, dass die Elektronen nicht vorbeifliegen mehr am Gitter. Und dann am anderen Teil, wo die dann abflacht nach oben, das ist dann die Sättigung. Wo einfach dann der Anodenstrom schon so ausgereizt ist und die Emission von der Kathode einfach nicht mehr mitkommt, dass dann man kriegt nicht mehr Anodenstrom raus. Also das ist Sättigungsteil, das ist da, wo die Röhren diesen Rotbäckchen-Effekt kriegen. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, der Gitterkoppelkondensator, wenn der jetzt zum Beispiel leck ist und dann Spannung von der vorhergehenden Stufe, von der Triode, wo zuvor geschaltet ist oder so, die Anodenspannung durchlässt, dann ist dieser Teil, oder dieser Punkt, ist dann überschritten. Also das ist Zero Bias, ist dann 0 Volt. Das ist Minus. Und bei einem durchgeschlagenen Kondensator am Gitter geht er ins Positive über. So, dann verzerrt die Röhre, weil sie in die Sättigung rein ist. Weil man dann die Gittervorspannung positiv geworden ist. Und das gilt es zu vermeiden und das beschädigt ja auch die Röhre. Also hier ist es eigentlich nicht so schlimm, weil da macht sie einfach zu. Aber eben wenn die Gittervorspannung über 0 ist, also die Richtung, ist Sättigung und dann eben der Schaden ist dann irgendwann vorprogrammiert bei der. Also und der ideale Punkt, um sie eben zu betreiben, von der Verstärkung her, linear, ist dieser Teil von der Kennlinie. Eben, und wir sind jetzt halt vorhin, sind wir da abgewandert in den Shutoff-Teil, da wo sie zumacht, weil die Gittervorspannung einfach negativ zu hoch ist. Ja, und jetzt wieder zurück zu dieser Diode. Was machen wir jetzt da? Also eine Germanium, was rede ich denn da? Eine Selen-Diode kriegt man nicht mehr bei. Das gibt es nicht mehr. Und die alte, die ist fortgeschmissen worden. Jetzt muss man sich da irgendwas überlegen. Und eine Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und an dem Ausgang von dem Siebglied, das ist hier, weil hier ja ein Widerstand, ein ziemlich hoch OBG nachgeschaltet ist, wenn ich zwischen da, wo ich angeschlossen habe, und Masse einfach eine 10er Diode hinlege, die bei 6 Volt zumacht. Und da werde ich jetzt eine 10er Diode suchen gehen. Die soll mir das stabil halten. Die nageln wir jetzt einfach dann fest. Egal was rauskommt, die Gittervorspannung ist fest eingestellt auf 6 Volt. Also das hieße, zwischen hier und Masse müsste ich eine 10er Diode mit den entsprechenden 6 Volt reinlöten. Und dann hätte ich dann die negative Gittervorspannung festgenagelt auf den gewünschten Wert. Wie es ja da steht, also minus 6 Volt. Das wäre dann das ultimate Ziel, sagen wir es mal so. Aber ich gehe jetzt mal los und suche eine 10er Diode. Tja, man geht und holt mal schnell eine 10er Diode. Man musste da gerade feststellen, dass die 10er Dioden, die ich da habe, fehlen irgendwie welche zwischen 5,1 und 7,5 Volt.
Und da wir jetzt Wochenende haben und ich keine Lust habe, jetzt da extra eine 10er Diode zu bestellen, werde ich das anders lösen. Das war ja der Plan, die 10er Diode parallel zu diesem Kondensator 0,1 μ zu schalten, so dass die also in Sperrrichtung, so dass sie dann in Durchbruchrichtung, also sprich der 10er Spannung, den Strom durch diesen 0,2 Megaohm Widerstand oder die, sagen wir mal, die Spannung runterzieht am Ausgang von diesem Widerstand, so rum. Also als primitive 10er Regelung funktioniert einfach. Alles, was mehr ist, das wird dann durch die 10er Diode auf Masse abgeleitet. Und das wird ja diese Schaltung, diese Wicklung und die Gleichrichtung und so kaum belasten, weil das jetzt also 200 Kilo oben sind. Ne? Also da tut es eine primitive Regelung. Da ich jetzt aber keine 10er Diode da habe, gibt es da eine andere Möglichkeit, das zu machen, und zwar mit Leuchtdioden in Durchlassrichtung. Und zwar, die haben ja einen Spannungsabfall, der ist bei jeder Farbe ist das also anders. Also das fängt so an bei 1 Volt oder so etwa bei Infrarot, dann bei Rot etwa bei 1,6 Volt, 1,9 bei Gelb und Grün und dann Blau etwa 3 Volt. Ultraviolett 4,5 Volt. Also wie gesagt, aber das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und das muss man messen. Aber ich probiere jetzt mal mein Glück. Da der Strom hier konstant ist, wo fließt, ist es ja als Regelung, bietet sich es ja geradezu an. Und das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt da mal drei grüne LEDs in Reihe geschaltet, ich denke mal 2, 4, 6 Volt, weil grün ist so die Durchlassspannung etwa 2. Und dann schalte ich hier mal das Radio ein und schauen wir mal, was passiert. Okay, sind wir festgenagelt bei minus 5,4 Volt etwa. Und um zu beweisen, dass das funktioniert, werde ich jetzt mal die LED wieder rauslöten schnell. Dazu löte ich das hier geschwind auf. So. Und die Spannung, die steigt. Wenn ich da jetzt wieder die zwei LEDs andrück, wenn ich es wegmache, steigt sie. Okay. Also, rumprobieren mit diversen Farben hat jetzt gebracht, dass zwei blaue und eine rote in Reihe geschaltet eine negative Vorspannung von 6,23 Volt reguliert als Gittervorspannung. Das ist gut. Und jetzt auf dem Datenblatt der Röhre, der ECL113 ist minus 6,3. Und minus 6 stehen im Schaltplan. Also da würde ich mal sagen, da liege mal ganz gut. So werde ich das jetzt mal lassen. Das ist in Ordnung.
Jetzt tue ich mal das Ganze ein bisschen gescheit verpacken, richtig verlöten und dann probieren wir es noch einmal aus und dann wäre die Sache erledigt, denke ich mal. So, okay. Dann habe ich das ein bisschen in den Schrumpfschlauch rein und damit ist unser Spannungsregler mit Funktionskontrolle erledigt. Ja, und der Ton, der kann sich hören lassen. Gut, nicht zu lange, sonst gibt es Ärger bei YouTube. Also, den kann man wieder zusammenschrauben. Ja, und beim Surfen auf dem Rechner, da habe ich dann noch was gefunden. Und zwar bei den Hi-Fi-Fans in den Foren. Die behandeln das auch. Und da gibt es dann auch diese Sache mit den LEDs in der Gittervorspannungserzeugung. Zwar jetzt nicht so, wie ich das gemacht habe, aber in einer ähnlichen Art. Der Strom, der durch die Röhre fließt, wird durch den Spannungsabfall in der Leuchtdiode genutzt oder ja, wird genutzt, um diese negative Gittervorspannung zu erzeugen. Das heißt also, man hat diesen Spannungsabfall in der Leuchtdiode. Hier Yellow in dem Fall passt für eine Kleinleistungsvorstufentriode. Und dann, also die sagen, ja, es wäre besonders rauscharm und ja, also sehr konstant. Jemand hat hier noch in diesem Schaltungsvorschlag eine kleine Verbesserung sozusagen vorgeschlagen, hinzugefügt, wie auch immer. Man sollte Teil von der Anodenspannung abbluten lassen durch einen sehr hochohmigen Widerstand, um diesen Durchlassstrom von der LED in so einem Maß hinzubekommen, dass der Spannungsabfall einen bestimmten Wert hat, der stabil ist. Gut, kann man so, ja, wie auch immer. Man hat ja gesehen, bei dem Autoradio, die zwei blauen LEDs, die haben ja kaum geleuchtet. Aber auch da schon war der Spannungsabfall so bestimmt und stabil, dass ich das, also irgendwelche extra Geschichten, also wie zum Beispiel diesen 200 Kilo Ohm Widerstand zu reduzieren auf vielleicht 50 oder sowas, damit der Strom durch die LED höher wird, habe ich nicht benötigt. Also das war schon sehr stabil. Und ja, gut, ich meine, wie gesagt, die sagen, es sei besonders rauscharm und würde gut funktionieren. Okay, ist nicht genau das, was ich gemacht hatte, aber zeigt halt, dass bei gerade so kleinen Spannungen, wo geregelt werden müssen, also irgendwas unterhalb von 2,8 Volt, da wo diese Zählerdioden aufhören, da muss man Leuchtdioden in der Durchlassrichtung nehmen, um eine Spannungsreferenz zu erhalten. Und also wenn jetzt zum Beispiel eine LED mit 20 mA nicht reicht, weil der Strom jetzt, sagen wir mal, 40 oder 60 oder 100 mA ist, dann muss man halt mehrere LEDs ausmessen, die den gleichen Durchgangsstrom haben, bei einer bestimmten Spannung und die parallel schalten. Und dann kriegt man das dann auch hin. Und also gerade eben bei ganz niedrigen Spannungen ist LED die Wahl in Durchlassrichtung halt. Nur so am Rande noch. Also, dann danke ich mal noch fürs Zusehen und bitte hinterlasst ein Like, wenn euch das hier ein bisschen weitergeholfen hat oder gefallen hat. Danke mal und bis zum nächsten Video.